Shalom Aleichem, guten Abend, Chodesh Tov, Psorot Tovot, gute Nachrichten, Refuah Shlema, gute Besserung. Wir lernen heute die Shiur Ashvui, die wöchentlichen Shiur, Lischut, Refuah Shlema, für gute Besserung, für unser liebes Kind, Oriel Elia ben Judith. Soll diese Shiur soll ihm geben Gesundheit, so wie der Serashim schon hat versprochen, wenn jemand wird lernen in meine Bücher. Ich werde alles tun, Banim und Bnei Banim, Oskim Batora und Bamitzvot, Kinder, die gehen auf einen guten Weg, gute Parnose und Batim Eleim Kol Tuv und alles Gute zu Hause. Shkoyach für die Familie, die jeden Woche regelmäßig die Serashim schon unterstützt und soll sein zu Mitzvah und nur auf Simches bei allem. Wir lernen heute Serashim schon Parashat Truma und wir lernen Ma'amar 9. In dieser Parasha, Parashat Truma, Hashem spricht zu Bnei Israel, dass sie für mich eine Spende in Empfang nehmen. Ve'ikru li Truma. Jeder, der hat Freiwilligen abgeben will, wie man sagt, idvenu libo, wenn sein Herz will geben, soll er geben, um zu bauen eine Mishkan, eine Stiftzelt für Hashem, so wie es steht geschrieben, ve'asu li Migdash. Sie sollen mir ein Heiligtum schaffen, so werde ich unter ihnen wohnen. Also Hashem will eine Bet Gdusha. Hashem, sie soll meinen Namen in Ehren in Haus Heiligen errichten. Und da gibt es eine Liste von Sachen, soll man nehmen. Viele Sachen, Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Zum Schluss kommt das und Schittim Holz. Azei Schittim. Was ist Schittim Holz? Das ist ein Holz, die heißt Schita. Es gibt hunderte Sorten von Schita. Wir wissen nicht, welche ist das. Darum gibt es keine Übersetzung auch hier, was ist Schittim. Schittim ist eine gewisse Eiche, gibt es hunderte Sorten. Und natürlich Rashi sieht die Frage, was bedeutet Schittim Holz und er sagt so, Vazei Schittim und Schittim Holz, sagt Rashi, Zedren. Das ist so ein Baum, Arasim Zedrus. So wie man sagt jeden Freitagabend, Tzadika Tamari frach, ke Erez ba Lebanon isge. Ein Tzadik ist wie eine Zerde in Lebanon. Aber Rashi sagt hier eine sehr interessante Sache. Azei Schittim, Schittim Holz, woher hatten sie diesen in der Wüste? Also von wo haben Bnei Israel in die Wüste Azei Schittim, Schittim Holz? Das erklärt Rabbi Tanchuma. Es gibt einen Rabbi Tanchuma, Tanchuma Bar Abba, der hat geschrieben einen Midrash in Ivrit und in Galiläischen Aramäisch. Etwas sehr interessant. Unser Stammvater Jakob, also Avinu Jakob, schaute mit prophetischem Geist, also Jakob hat gesehen, Beruach HaKodesh, Jakob war ein Prophet, der hat das gesehen, Beruach HaKodesh, in prophetischem Geist, dass Israel ein Heiligtum in der Wüste bauen würde. Er brachte darum Zedern nach Mitzrayim und pflanze sie ein und befehl seine Söhne, sie sich mitzunehmen, wenn sie Mitzrayim verlassen wurde. Also der Rabbi Tanchuma sagt uns hier etwas unglaublich, dass Jakob Avinu, unser Vater Jakob, hatte eine langfristige Fernglas Blick als Prophet und er hat gesagt, wenn Bnei Israel werden bauen in die Wüste, Bezrat Hashem später eine Mishkan, eine Stiftzelt in die Midbar, in die Wüste, hat er gebracht diesen Zedrus nach Mitzrayim, sie haben es gepflanzt und jetzt beim Ausgang haben sie das mitgenommen. Okay. Beginnt der Serashim schon, sagt, steht auch geschrieben,
Es gibt auch einen Hinweis von Rashi in Kapitel 26, 15. Also steht dort geschrieben, Ve'asita et hakrashim. Also steht geschrieben, etwas sehr interessant. Ich lese euch vor. Und die Balken für die Wohnung machen. Ve'asita et hakrashim. Rashi sagt noch einmal, warum hakrashim? Er hätte sagen müssen, mach Balken. Wie bei jeder Sache. Mahu hakrashim, was bedeutet die Balken? Vor Meotam shem Yaakov avinu atarazim, von jenem Stämmen, die dazu bereit stehen. Unser Stammvater Jakob pflanzte Zedern in Ägypten und als er starb, befahl er seine Kindern, sie mitzunehmen, wenn sie aus Mitzrayim zögen, und sagte ihnen, dass der Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Yetzaveh Otam, Hashem hat sie gesagt, dass sie schon in vorhanden alles haben. Also es ist nicht jetzt die Zeit zu erklären, warum Rashi wiederholt noch einmal, aber der Serashim schon erkennt hier eine Schwierigkeiten, dass was will uns Hashem damit sagen, was will uns Rashi damit sagen, das erste Mal Schitt im Holz wegen das, was Jakob hat gepflanzt, später du sollst machen die Balken, wieder die Geschichte von Rashi, das will er erklären. Und Hashem soll uns geben, gute Wörter, es zu erklären. Sagt der Serashim schon, es beginnt so. Es beginnt viel früher. Sie können sich erinnern, dass Bnei Israel kommen nach Mitzrayim. Und Paro sagt, das Land Mitzrayim ist vor dir offen. Im Besten des Landes weise deinen Vater und deinen Bruder und sollen ihren Wohnsitz dann haben. Jeschwu Beretz Goyshen, sollen sie da sitzen. Kein Problem. Und was steht geschrieben später? Ich lese euch vor, Pasuk 11. Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern einen Wohnsitz an und gab ihnen Besitz im Land Mitzrayim. Also, Paro will geben Lashevet, das nennt man Toshav, Wohnsitz. Was macht Josef? Er gibt Besitz im Land Mitzrayim, in des Besten des Landes, in dem Land Ramses, wie es Paro befohlen hat. Ich erkläre die Sache. Es gibt einen Unterschied zwischen Ger, Fremder, einer, der wohnt in dem Land, eine Temporary Resident, ein zeitwilligen Bewohner. Er bekommt Verlängerung, 10 Jahre, 20 Jahre, aber irgendwann muss er weggehen. Paro ist halb so gut. Er ist bereit zu geben, die Familie, die Mischpoche von Josef, Vayoyshev, also sollen sie wohnen, Wohnbesitz. Sagt der Serashim schon, Kegerim. Kegerim bedeutet, wie Fremden, wie Ausländer. Das sollen sie nicht wohl da fühlen. Was macht Josef? Vaichalkel Yosef, was macht Yosef? Vaiten loim achuzo, Beretz Mitzrayim, er hat sie gegeben, Besitz im Land Mitzrayim. Was ist Besitz? Sagt der Serashim schon, was ist der Unterschied zwischen einem Ausländer, der nur temporary Resident und einem permanenten Resident? Der Unterschied ist, ob du kannst Bäume pflanzen und du kriegst ein Grundstück, der dir gehört oder nicht. Es gibt ein Halacha in der Bes Yosef, das soll man im Ausland nicht Bäume, die Früchte tragen, einpflanzen. Warum? Um nicht, ich rede nicht jetzt privat bei dir zu Hause, das kann man nennen, ein Gärtner.
Aber ein Mensch soll nicht mit seiner Erde im Chutzlaretz sich mit der Erde verbunden, damit soll immer seine Wille, seine Wunsch, seine Techeseno enenu, dass seine Augen soll immer sein Lezio im Berachamim, soll immer sein, zu kommen nach Eretz Israel. Der Serashim schon erklärt hier etwas sehr spannend. Zuerst sagt er uns, dass die Schitt im Holz, es ist Arasim, die kommen aus Eretz Israel, also er bringt Pflanzen, Kerne nach Mitzrayim. Wenn sie kommen nach Mitzrayim, Paro erlaubt nicht, die Familie von Josef, 70 Leute, eine Besitz zu haben. Er will sie nur geben, einen Wohnsitz. Und deshalb steht geschrieben, Hoshev. Hoshev bedeutet, sollen sie sitzen, sollen sie eine gewisse Zeit da wohnen. Es gibt auch hier in Deutschland sehr oft, kommen so Leute aus Philippinen, aus Moldawien, aus Rumänien. Sie kommen zu einem älteren Mann, ältere Frau, arbeiten 2-3 Jahre und fahren zurück nach Hause und es ist ungültig mehr. Sie können hier nicht bleiben lang. Aber Josef hat gehört, dass was hat Paro gemacht. Er hat sie gegeben, ein Ort, damit Jakob und seine Kinder sollen beschäftigt sein als Bauer, nicht als Bauers, als Landwirtschaft. Bauers waren sie wegen die Härte, wegen die, sie waren alle Roezon, Schafhirten. Aber er hat sie gegeben, Permission, eine Erlaubnis zu einpflanzen Bäume. Und das bedeutet Achusa. Achusa bedeutet Besitz. Schnelle Wiederholung. Die Torah gibt uns eine Liste, was soll man bringen zum Mishkan. Sie macht eine ganze Liste. Das letzte Wort heißt Azeh Shittim, Shittim Holz. Shittim Holz, sagt Rashi, das ist Arasim, Cedarus. Und das hat gebracht Jakob aus Eretz Israel. Unter einer Bedingung soll man es einpflanzen in Mitzrayim. Und nach 210 Jahren, die sind schon richtig, richtig gute, gewachsene Bäume, soll man es mitnehmen, um zu bauen Hashem ein Stiftzelt. Das heißt, beim Auszug von Mitzrayim haben sie genommen diese Arasim, so wie Rashi bringt das zweimal in unsere Parasha. Einmal beim Eingang, wo man bringt die Produkte. Zweitens, wenn man macht die Krashim, wenn man macht die Balkan, sagt noch einmal Rashi, das ist Hakrashim. Hakrashim ist immer Heya Yediyah, das in die Torah immer, wenn es kommt ein Hey, Yom Hashishi, normalerweise soll man sagen Yom Shishi, immer wenn es gibt ein Hey, jeden Hey kommt noch etwas, einen Vorteil, eine besondere Lehre zu bringen. Sagt Rashi, dass wenn die sind gekommen nach Mitzrayim, haben sie bekommen am Anfang nur ein Ort als Wohnsitz. Das war bereit zu geben Paro, aber Entovatam shel Reshaim Shlema, die Gutes von den Frevler ist nicht immer vollständig, es ist immer bedingt. Also er ist bereit, etwas zu geben Paro, solange ist es in volle Kontrolle in seine Hände. Wenn er will, er sagt dann, tschüss, geh, Shabbat Shalom. Josef denkt, nein. Wie kann man seine Mishpoche in Mitzrayim wohlfühlen? In dem, wo seine Familie hat einen Vorplan, Vaiten Lemachuser, hat sie gegeben einen Besitz. Besitz bedeutet, dass er hat einen Platz, einen großen, großen Wald in Mitzrayim, in Ramses, Erlaubnis zu pflanzen, die Bäume. Gut. Also, zuerst beginnt die Serashim schon uns zu erklären, woher kommen die Sachen. Trotzdem müssen wir verstehen, warum Jakob interessiert sich nur über dem Schittim Holz, nur über die Zedrus, nur über die Krashim. Basu Aaron Azei Shittim, die Toraschrank soll sein gerade von diesem Schittim Holz. Warum? Es gibt doch genug Sachen in dem Mishkan, die hat man besondere heilige Sachen machen. Wie zum Beispiel die Steine von Shoham und die Steine von dem Miluim. Also der Kohen Gadol hatte Brillanten, Diamanten auf seine Schulter, es war Gold, es war die 12 Diamanten von dem Brustschild, von dem Choyshen Amishpot. Warum hat Jakob nicht gebracht aus Eretz Israel? Schon alles vorbereitet. Was sollst du sagen? Er hat sie nicht gefunden oder er hat nicht geschafft und er hat gedacht, dass die Ananea Kavod, die Wolken Gottes werden in das bringen.
Auch die Schitt im Holz wird man das bringen. Warum muss das Jakob bringen aus Mitzrayim? Also der Serashim schon verstärkt hier die Frage. Warum muss Rashi bringen hier ein Agada, eine Legende von Rabbi Tanchuma, seine Midrash? Man kann sagen, das haben sie gekauft bei Tagareu Mota Olam. Das haben sie gekauft bei den Nachbarn, bei den Goyim. So wie viele Sachen, die, es war überall, wo du gehst, es gibt Völker, die wohnen. Du siehst, wenn Am Israel 40 Jahre in die Wüste, viele Sachen kaufen sie bei dem anderen. Ich habe gehört von ein Hasid in Rehovot, Rav Glochowski, der hat erzählt etwas sehr interessant darüber. Steht geschrieben, dass wenn die Jiden haben gegessen Manna, Mann von Himmel, die sind nicht gegangen zum Toilette, weil die Manna ist Lechem Abirim, das ist ein Brot von Engel. Sie haben gegessen und die sind geblieben rein. Andererseits steht geschrieben in die Torah, Ve'yateti Yelecha Lazanecha, dass jeder in die Wüste muss nehmen so einen Stock, ein Holz und oben machen so einen Löffel. Dass wenn er macht seine Geschäften, seine Bedürfnisse, soll er machen ein Loch und lernen wie eine Katze alles sauber und schön zu machen. Verstehe ich nicht. Haben sie Toilette? Haben sie Bedürfnisse oder haben sie nicht? Einerseits sagst du, der Mann loi absolut, bei dem Mann war keine Reste. Und jetzt sagst du, dass sie haben doch gemacht so ein Holz, um zu machen Toilette. Sagt Rav Glochowski ganz einfach. Hashem hat sie gegeben Manna. Bei die Manna war alles sauber. War wirklich keine Reste. Aber die Jiden wollten noch mehr. Die sind gegangen zum Tagareaumo. Die sind gegangen zu den Verkäufers. Sie haben noch gekauft. Etwas bei die Market. Weiß ich nicht. Fisch. Andere Sachen. Genauso sagt der Serashim schon. Genauso wie haben sie gekauft bei den anderen Völkern. Verschiedene Essen. Verschiedene Diamanten. Verschiedene Kleider. Verschiedene Sachen, sogar Parfüm sieht man, dass sie haben gekauft. Warum muss Rashi gerade bringen diesen Midrash mit der Geschichte von Mitzrayim? Wer ist Lomar? Beginnt er zu erklären von einem Midrash. Steht geschrieben, ala Pasuk, Versita et Akrashim, du sollst machen die Balkan, wieder diesen Wort Ha, Krashim, Omar Rabbi Hanino. Rabbi Hanina hat gesagt, es war die Welt gewartet. Warum schuf Gott, als er hat geschafft Bäume, am dritten Tag, am Yom Shlishi, warum hat er geschafft Bäume? Die ganzen schönen Bäume vom Shittim, vom Arasim, vom Eichebäume, von Zerdebäume, in die Sorten, Lonivreu, die wurden nicht geschafft, nur für den Mishkan, nur für den Stiftzelt. Das heißt, Hashem wollte, soll man ihm, ihr, in dieser Welt ein Heiligtum, ein heiliges Ort machen, damit soll er wohnen. Und er bringt von Tehillim, Kapitel 104, Isbeu, Azei, Hashem, Arzei, Alevonoin. Satt soll werden die Bäume Gottes, die Zerden vom Lebanon. Und sagt Rabbi Hanina, es gibt 24 verschiedene Zerben. Das heißt, weil Jakob hat gesehen in seiner Vorprophezeiung, in seiner Ruach HaKodesh, dass die Schittimholz und die Arasimholz, die wurden in die Welt geschafft, sie wurden nur geschafft für Mishkan und Bet HaMikdash. Deshalb muss man in die Mishkan das nutzen, das gibt in der Welt und nicht als Wundernes. Mehr Shamaim soll die Ananea Kavod soll bringen von Himmel. Darum hat er gemacht eine Hishtadlut, eine Bemühung, eine Arbeit von unten zu bringen, Arasim le Mitzrayim. Also der Serashim schon gibt uns eine erste Antwort. In dieser Antwort steckt sich auch eine kabbalistische Gedanke. Hashem konnte machen alles als Nes, als Wunder. Der hat denen gegeben in die Wüste Tachash, und Schnecke und Purpurblau, sehr viele Sachen. Und immer wenn das Kind lernt zu Torah und fragt, woher haben sie Tachasch in Ägypten, so eine bestimmten Farben und bestimmten Stoffen. Und immer kommt die Antwort, Nes, Nes, Nes. Wunder, 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 die Ananea Kavod, die Wolken haben das gebracht. Gut, wir sind schon gewohnt, das gibt Nisim. Hier sagt Rashi, nein,
Es war kein Nes. Die Sache war schon vorgeplant von Jakob. Weil Hashem hat geschafft in dieser Welt am Yom Shlishi Bäume. Und insbesondere diese Bäume Zerde, die haben 24 verschiedene Bäume. 24 verschiedene Bäume erinnert uns an die 24 Bücher von dem Tanach. Und Versita et akrashim, versuare aronatzei shitim. Und du sollst machen die Balken. Und du sollst die Toraschrank machen aus dem Shittim. Also die Toraschrank war eine besondere Sache. Es war Gold, Holz von innen, Holz von außen. So wie Hashem wollte, einen gewissen Sandwich. Der Sechashim schon sagt das in Paragraph 10. Aber wir lernen heute nur 9. Aber er geht in seine Reihenfolge. Also die erste Erklärung. Jakob kam nach Mitzrayim. Er wollte nicht Wohnsitz, er wollte Einbesitz, um zu zeigen, dass man macht Hashem ein Ort mit den Händen, zu arbeiten mit den Händen. Man kann das auch lernen in einem anderen Weg. Steht geschrieben auf dem Pasuk, du sollst machen den Balken, warum steht im Holz? Hashem lehrt uns hier derech Erz. Wenn jemand will bauen ein Haus, ein Stub, zur Ewigkeit, auf die Generationen, soll er es nicht machen von einem Baum, der trägt Früchte. Man sagt ihm, wenn Melech Malcham Lochim HaKodesh Baruch Hu, wenn der König alle Königen, Hashem gelobt sei er, der Heilige, Shakol Shelo, das alles ist seine. Wenn er wollte machen, dem Stiftzelt, er hat gesagt, nein, du sollst nicht bringen Holz von Ezim, von Bäumen, die tragen Früchte. Ihre Aufgabe ist zu machen, Früchte, sondern nur von einem Baum, der trägt keine Früchte. Und Hashem sagt, lerne von mir, als ich will ein Haus für mich, ich möchte keine Bäume, die tragen Früchte. Bäume, die tragen Früchte, die sind nicht gut für die Mischkan oder für die Stiftzelt. Und wenn es konnte sein auch anders, aber sie wollten keine Bäume kaputt machen. Und das ist die Geheimnis mit den Zedrus-Bäumen. Weil Hashem wollte sie für die Ewigkeit lernen. Ende. Darum Jakob, wenn er war in Lande Knan, und in Lande Knan waren sehr viele Sorten von Bäumen. Und er hat das ausgesucht. Er war ein Prophet. Was ist ein Prophet? Prophet ist eine, wo Hashem hat ausgesucht, sein Wort durch ihn zu sprechen, zu reden, zu sagen, zu erwähnen. Jakob hat gesagt für uns eine Message. Er ist gekommen, seine Kinder zu sagen eine Botschaft. Derech Eretz. Wenn ihr wollt, einen Tag zu bauen, Batim Tovim, gute Häuser, ihr sollt das machen mit Bäumen, die tragen keine Früchte. Weil wenn nicht, er hat sie nicht mitgebracht. Er hat weiter gewartet, dass die Wolken soll es bringen, so wie die Steine aus Shoham. Also Zusammenfassung von das, was wir haben gelernt. Es gibt zwei Gründe, sagt der Serashim schon. Wieso? Rashi bringt uns die Agada von Jakob, dass er hat Bäume gepflanzt in dem Besitzort in Ramses. Eins, weil die ganze Welt wurde geschafft um eine Sache. Lichvod Hashem. Koil, so wie sagt der Prophet, Kol Hanivra Bishmi Lichvodi, alles was wurde geschafft in dieser Welt in meinem Namen, Lichvodi Brativ, Yetzartiv, Afasitiv, Hashem sagt, alles was ich habe gemacht in dieser Welt, das habe ich gemacht, um mich zu ehren, nicht euch zu ehren. Das heißt, wir müssen nehmen gute Bäume und bauen für Hashem eine schöne Bibliothek, einen schönen Toraschrank, einen schönen Amud Lachazan. Wir müssen viele gute Sachen zu tun. Aber wenn es geht um die Stiftzelt, da will Hashem nicht, sondern machen eine Wunder. Jakob bringt uns bei, das muss von uns beginnen, zu zeigen, dass wir müssen Hashems Welt sozusagen nutzen für gute Sachen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt sehr viele Tzadikim. Wenn es hat zu tun mit ihrem privaten Leben, haben sie ein einfacher Tisch, ein einfaches Bett, ein einfaches Leben. Aber wenn es hat zu tun mit der Synagoge, mit der Mikwe, mit der Bibliothek, wollen sie die schönsten Holz
zu haben als Toraschrank. Warum? Weil Hashem hat geschafft, diese Produkte, Silber, Holz, Hashem zu ehren. Und wenn es kommt, Hashem zu ehren, dann ist eine gute Sache. Zweite Erklärung von Serah Shimshon. Warum Hashem hat nicht gemacht eine Wunder und diesen Holz und Balkan, Balken sind gekommen durch eine Wunder? Weil Hashem wollte uns beibringen, Holz nur von Bäumen, die tragen keine Früchte. Weil es steht im 5. Buch Mosche, ein Verbot später, dass jeden Baum, der trägt Früchte, es ist verboten, ihm abzuschneiden, abzureißen. Und so wie es steht geschrieben, wenn man schneidet einen Baum, der trägt Früchte, seine Stimme geht von einer Seite zu dem anderen bis die andere Seite. Natürlich, wenn man will, Bäume mit Früchte abschneiden, muss man sich beraten mit einem Rebbe. Was ist passiert mit dem Baum? Was ist passiert mit dem Grundstück? Was ist die Alternative und so weiter? Auf jeden Fall zu nutzen die Stiftzel, die Mishkan, da muss man nur Bäume, die Hashem wollte, für sich. Die heißen Azei Hashem. So wie es steht geschrieben in Psalmen 104. Wir wünschen alle Chodesh Tov, guten Monat. Wir wünschen Elia, Oriel, Ben Yehudit, Refuah Shlema, gute Besserung und Psorot Tovot lekol Chodesh. Amen. Shkoyach.